Hallo und herzlich willkommen auf Lyrella.de. Wir schauen uns nun an, wie wir die Frage bei 20 Münzwürfen wahrscheinlich sind, genau 10 Treffer, also 10 mal Kopf, wie wir das ausrechnen können. Wir haben im letzten Video gesehen, dazu brauchen wir den sogenannten Binomialkoeffizienten, dieser, der sich über n über k schreiben lässt und mit der Formel n-Fakultät durch k-Fakultät mal n-k-Fakultät. Damit können wir immer die Anzahl der Pfade einer gewissen Wahrscheinlichkeit in einem noch so großen Baumdiagramm bestimmen. Zum Beispiel hatten wir im letzten Video gesagt, wir schauen uns mal an, bei 4 Würfen, wie wahrscheinlich ist 2 mal Kopf. Und dafür können wir erstmal die Binomialkoeffizienten bestimmen, haben wir das letzte Mal schon gemacht. 4 über 2 und da kam dann 6 raus, das heißt, nicht die Wahrscheinlichkeit ist 6, sondern es gibt 6 Pfade in diesem Wahrscheinlichkeitsbaum bei 4 Würfen, die genau die Anzahl 2 mal Kopf drin haben. Natürlich, um jetzt die Wahrscheinlichkeit auszurechnen, müssen wir erstmal 6 mal diesen Pfad. Und der Pfad ist dann überall gleich, weil wir eine Halb als Wahrscheinlichkeit haben. Also 1/2 hoch 4, weil der 4 Wege ins Ziel führen. Das heißt, 1/2 mal 1/2 mal 1/2 mal 1/2 ist 1/16. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit P, man schreibt dann für x gleich 2, also für 2 mal Kopf, wäre dann also 6 mal 0,5 hoch 4. Also in dem Fall wäre das dann 6/16. Und jetzt können wir uns mal anschauen, wie das bei den 20 Würfen aussieht. Wir schauen uns also an, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für 10 Treffer bei 20 Würfen. Das heißt, wir müssen als erstes ausrechnen unseren Binomialkoeffizienten, in diesem Fall 20 Versuche und 10 Treffer. Also 20 über 10. Setzen wir das ein, das ist 20 Fakultät geteilt durch K-Fakultät, das ist 10 Fakultät. Und n-k-Fakultät 20 minus 10 ist wiederum 10 Fakultät hier. Das kann man jetzt in den Taschenrechner eingeben und man bekommt dann die recht große Zahl 184.756. Das heißt, wenn wir jetzt das auf den Rechenbaum oder auf den Wahrscheinlichkeitsbaum übertragen, dass es in diesem riesengroßen Wahrscheinlichkeitsbaum mit diesen 20 Münzwürfen, der über 1 Million Ausgänge hat, davon sind genau 184.756 mit genau 10 mal Kopf drin. Das ist die Aussage dieser recht großen Zahl. Das heißt, jetzt müssen wir aber noch, um die Wahrscheinlichkeit auszufinden, noch multiplizieren mit der Wahrscheinlichkeit jedes Pfades. Und die ist ja auch wiederum jedes Mal gleich, weil wir hier 0,5 als Wahrscheinlichkeit haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit P für genau 10 Treffer wäre dann 184.756. Mal, und nun, wenn man jetzt einen Pfad entlang geht, vom Anfang bis zum Schluss, haben wir ja 20 Wege, die wir gehen müssen. Das heißt, wir müssen jedes Mal die Wahrscheinlichkeit 0,5 multiplizieren, also mal 0,5 hoch 20. Und diese 0,5 hoch 20, diese 20 Wege darstellen, die wir auch multiplizieren müssen, die macht diese Zahl wiederum klein genug, um es auch zur Wahrscheinlichkeit durchgehen zu lassen. Wenn man es in Taschenrechner eingibt, bekommt man die Zahl 0,17619. Das heißt, wenn man es jetzt als Wahrscheinlichkeit sieht, 17,619% ist es wahrscheinlich, dass beim 20-fachen Münzwurf genau 10 mal Kopf erscheint. Das ist relativ gering, wenn man sich bedenkt, dass es ja die naheliegendste aller Lösungen ist, dass 10 mal Kopf kommt bei 20 Würfen. Jetzt wollen wir es mal allgemein als Formel bestimmen, weil wir wollen ja nicht jedes Mal hier mit Binomialkoeffizienten Einzelnes ausrechnen. Also die Wahrscheinlichkeit für x gleich k, also gerade k-Treffer, bei n Versuchen. Das heißt, wir machen am Anfang immer erst den Binomialkoeffizienten, also n über k. Und dann multiplizieren wir die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Pfade dran. Nun, hier hatten wir Glück, hier war immer 1/2 die Wahrscheinlichkeit, weil bei Münzwurf, Kopf oder Zahl gleich wahrscheinlich ist. Das kann natürlich bei anderen Beispielen, zum Beispiel einem Reißnagelwurf, wo die eine Seite vielleicht mit 60%, die andere Seite mit 40% wahrscheinlich ist, da muss man das unterscheiden, weil manche Pfade haben natürlich dann mehr 60 oder mehr 0,6 Werte drin als 0,4 und manche haben umgekehrt mehr 0,4 Werte drin. Das heißt, das müssen wir berücksichtigen. Und zwar folgendermaßen, die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer, das heißt, dass zum Beispiel der Reißnagel auf der flachen Seite landet, wäre 0,4 und dann genauso oft, wie der Treffer vorkommt, muss ich natürlich auch das multiplizieren. Das heißt, ich schreibe hier P hoch K. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Treffer kommt, genau k potenziert, also p mal p mal p mal p, so oft, wie ich halt eben den Treffer drin habe. Und natürlich
die restlichen Pfade, die hier nicht abgedeckt sind, die genau das Gegenereignis, also wenn es hier 40% waren, 1 minus 0,4 wäre 0,6, 60%. Und die muss ich natürlich dann n minus k mal multiplizieren, weil zusammen k und n minus k, da ist das, wir haben gerade n Versuche. Und das ist ja gerade unsere Aussage, dass wir n Versuche haben. Und das ist die Formel für die Binomialverteilung. Die sieht recht kompliziert aus, aber man kann sie doch eigentlich in ein paar Schnellen auch recht einfach berechnen. Schauen wir uns das mal in unserem Beispiel 20 mal Münzwurf genauer an. Wir haben schon ausgerechnet, in unserem Fall n über k bei 10 Treffern 184.756 mal, jetzt ist beide schon zusammengefasst, 0,5 hoch 20. In unserem Beispiel wäre es dann hier 20 über 10 mal, die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer war 0,5 hoch 10 und die Wahrscheinlichkeit für eine Niete, also für Zahl in diesem Fall, 1 minus 0,5 ist auch 0,5, n minus k, 20 minus 10 ist auch 10. Und daraus ergibt sich dann die 0,5 hoch 10 mal 0,5 hoch 10, diese 0,5 hoch 20. Das 0,176, das können wir hier mal eintragen, wenn wir uns mal das als Diagramm anschauen, hier ist die Anzahl der Treffer, das heißt die Anzahl der Kopfwürfe zwischen 0 und 20 und gerade die zugehörige Wahrscheinlichkeit dieser Treffer. Das heißt, wenn wir hier 10 Treffer haben wollen, wären wir etwa bei 0,17. Jetzt kann man natürlich auch die anderen Werte ausrechnen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt 9 Treffer haben wollte, könnte ich es natürlich genauso mit dieser Formel ausrechnen. Das würde 20 über 9 mal 0,5 hoch k, also hoch 9, mal 0,5 hoch n minus k, 20 minus 9, also 11. Dann würde ich mit dieser Formel die Wahrscheinlichkeit für 9 Treffer rausbekommen. Wenn man das eingibt in Taschenrechner, bekommen wir dann etwa 0,16, also ein bisschen geringer. Was ja auch logisch ist, weil es ja dann etwas unwahrscheinlicher, etwas weniger naheliegend ist als 10 mal Kopf. Genauso wie sieht es bei 11 Treffern aus. Das ist logisch, dass es bei 11 genau gleich sein muss, wenn wir uns an das Pascalsche Dreieck erinnern, weil links wie rechts der Mitte steht dann immer die gleichen Zahlen. Wie sieht es bei 8 Treffern aus? Da wäre es dann 0,12, es fällt also recht steil schon ab. Und dann bei 12 natürlich genauso. Bei 7 wäre es 0,075. Ja, das ist etwa hier. Und bei 13 ebenfalls. Dann hätten wir bei 6 Treffern 0,04. Etwa hier. Und bei 14 genauso. Dann hätten wir bei 5 Treffer 0,02, bei 15 genauso und bei 4 Treffern hätten wir 0,005, das ist schon fast 0, ganz ganz gering, bei 16 ebenfalls und alle anderen Werte sind genau 0. Und diese Verteilung, diese glockenähnliche Verteilung, das ist die sogenannte Binomialverteilung. Die kommen dann ganz häufig auch in der Natur vor, nicht nur hier bei dem Münzwurf, aber immer diese glockenförmige Verteilung. Also Beispiel Intelligenz bei Menschen ist übrigens auch so verteilt, da wäre der Mittelwert bei 100, IQ von 100 und links von rechts fallen dann die Werte genauso nach diesem Schema ab. Schaut doch mal auf der Homepage www.lurella.de vorbei, besucht es bei Facebook. Dankeschön.